Das ist Katharin. Die hat einen echt stressigen Tag hinter sich, wahnsinnig viel zu tun und jetzt kann sie sich endlich erschöpft ins Bett fallen lassen. Aber von wegen. Statt süßen Träumen wälzt sich die arme Katharin stundenlang von einer Seite auf die andere. Damit auch Sie bei heißen Temperaturen besser einschlummern können, geben wir heute 3 Tipps zum schnelleren Einschlafen. Tipp Nummer 1: Augen schonen. Wer auf sein Smartphone oder die Lieblingsserie am Abend nicht verzichten will, sollte wenigstens den Blaulichtfilter anstellen. Blaues Licht hält uns wach und aktiv, wärmere Farben lassen die Augen eher zufallen. Zusätzlich sollte das Telefon unbedingt im Ruhemodus sein, sodass nur wirklich dringende Anrufe und Nachrichten durchkommen. Generell gilt, so wenig Bildschirm wie möglich vor dem Schlafengehen. Zweiter Tipp: Rituale einbauen. Eine Tasse warmer Tee oder eine warme Dusche am Abend wirken beruhigend. Auch sportliche Aktivitäten vor dem Schlafen können helfen. Welche Methode die richtige für Sie ist, muss individuell entschieden werden. Wichtig ist, dass Sie sich entspannen und vor allem vom Alltag und von der Arbeit abschalten können. Dritter Tipp: In den Schlaf atmen. Das ist ein Trick, auf den weltweit auch die Wissenschaft schwört. Bei der 4-7-8-Atemtechnik wird die Aufmerksamkeit bewusst nur auf das Ein- und Ausatmen fokussiert. Und so funktioniert's. Erstmal komplett ausatmen, dann 4-mal ruhig durch die Nase atmen, anschließend für 7 Schläge die Luft anhalten und dann 8 Schläge lang ausatmen. Das Ganze wiederholen bis, am besten bis Sie eingeschlafen sind. Wem das jetzt zu schnell ging, der findet die Anleitung auch jederzeit im Internet. Wir fassen zusammen. Augen schonen durch Verzicht auf Bildschirme, außerdem Blaulichtfilter und Nicht-Stören-Modus aktivieren. Feste Rituale vor dem Schlafengehen einbauen und die 4-7-8-Atemübung als Entspannungsmethode. So ist Katharin am nächsten Morgen wieder topfit und freut sich auf einen neuen, schönen Sommertag.